Hallo zusammen und weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen. Die dritte Woche Deadpool-Herausforderung hat begonnen. Wollen wir mal schauen, was Deadpool von uns möchte. Oder Wade heißt er ja. So, wir sollen seinen Pömpel finden. Ich vermute, dass der wieder hier in der Agentenlobby zu finden ist und nicht auf der Map. Am besten schaue ich einfach alle Räume durch, ob ich da so einen Pömpel finde. Ich vermute, es ist so ein Klo-Pömpel. Hier ist er an der Wand, da oben links. So, damit ist er eingesackt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal an den Computer und gucken, was der noch von uns will. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch... Ja, es leuchtet auch schon. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch etwas finden. Gucken wir mal, ob das auch hier so einfach ist. Zerstöre Toilette. Nee, das wird hier wahrscheinlich nicht drin klappen. Ja, die Toilette kann ich nicht auswählen. Ich gehe davon aus, das muss ich auf der Map machen. Da sehe ich zu, dass ich das hinbekomme. Und hänge das hier gleich hinten dran, wenn ich die Lösung gefunden habe. Ich bin ja noch auf der Suche nach Toiletten für Deadpools Herausforderung, aber hier in diesem Haus müsste ich fündig werden, denn ganz hinten befindet sich ein großes Badezimmer bzw. Herrentoilettenraum mit Urinalen. Das gilt hoffentlich als Toilette und die zerstöre ich jetzt. Jawohl, drei Toiletten zerstört und damit dürften die Deadpool-Herausforderungen auch erfüllt sein. Das gucke ich mir aber später erst an, wenn ich mit diesem Match fertig bin. Damit sind die Deadpool-Herausforderungen der dritten Woche abgeschlossen. Ganz wichtig, Pömpel suchen, auf der Map Toiletten zerstören. Was nicht zählt, sind Dixie-Häuschen. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal.